Xylograf ist ein Beruf, so, der hat sich in Deutschland eingeführt, so um 1800. Xylographie, also dieses Wort ist kommt aus dem Altgriechischen, Xylos, das Holz, und Graphein, schreiben, aber im weitesten Sinn auch zeichnen. Man könnte es richtig übersetzen, Holzgraveur. Das Besondere ist, ganz kurz gesagt, das Handwerk, dass ich handwerklich mit meinem Grabstichel in ein wunderbares Material, nämlich Holz, arbeiten kann. Das Schöne ist an dieser ganzen Arbeit, dass es zu guter Letzt, wenn jemand will, ihm der Weg zur Kunst ist. Mit dem Grabstichel beginnt die Arbeit. Erst mit feinen Stichen werden alle Konturen umstochen und so weiter. Und dann wird dann der breitere Stichel und dann ganz breite. Und zu guter Letzt dieses Motiv, was nicht drucken soll, außerhalb dieses Motivs, kann dann auch mit dem Stemmeisen richtig weggestemmt werden. Heute haben wir dafür Fräsmaschinen und ich habe auch so eine Fräsmaschine und meine mühevolle Arbeit bleibt erhalten. Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich hier in meiner Werkstatt eine Druckpresse habe, die den Druck erzeugt, indem sie ein Papier, dieser Druckzylinder, ein Papier mitnimmt und dann über die Druckpresse abrollt. Das ist viel besser zu steuern und gibt bessere Ergebnisse. Und dass ich diese Presse noch habe, ist für mich sehr wertvoll.